Hallo liebe Zuhörer, hier ist wieder der Callcenter Crusher. Im heutigen Video geht es um die Firma Cyospace. Die Firma ist schon als unseriös bekannt. Man hat mich viermal angerufen, um mich um mein Geld zu bringen. Am Ende konnte ich denen belegen, wie und wo sie negativ aufgefallen sind. Viel Spaß mit diesem Video. Los geht's wie immer nach dem Intro. Ja, bitte. Hallo, ja, guten Tag. Spricht den Herrn Ringsbach-Bergheimer? Das ist richtig, ja. Ah, super. Mein Name ist Travis Hartmann. Ich rufe Sie von der Firma Cyospace an. Bei mir handelt es sich um Ihre Anmeldung, beziehungsweise, also es ging um Ihre Anmeldung bezüglich Zusatzeinkommen bei Finanzmärkten. Können Sie sich daran erinnern? Nicht mehr so genau, aber ja, gut, okay. Wie war die Firma? Wie war denn der Name? Cyospace. Kann ich mich jetzt gerade nicht so dran erinnern. Okay, aber Sie haben sich schon für das Thema Finanzmarkt interessiert, ist richtig? Ja, Zusatzeinkommen, richtig. Genau. Und haben Sie sich mit dem Thema schon auseinandergesetzt oder soll ich Ihnen da mehr darüber erzählen? Da können Sie mir ruhig mehr darüber erzählen. Okay, schauen Sie, unsere Firma bietet beim Finanzmarkt ein automatisiertes Handelssystem. Das heißt, Sie installieren ein Programm auf Ihr Computer und entweder auf Ihr Handy und dann können Sie das Programm frei laufen lassen und dieses wird für Sie beim Markt, zum Beispiel Aktien, für weniger Geld einkaufen und dann teurer verkaufen. Und dann bekommen Sie dieses Differenzeinkommen auf Ihr Handelskonto. Und aha, zum Beispiel, wenn Sie mit 250 anfangen, dann ist Ihr Einkommen pro Tag 7 bis 14 Euro. Also das wären dann ungefähr 200, 280 Euro die Woche. Und ja, dann können Sie, wenn Sie mehr investieren, dann ist es dementsprechend auch mehr Einkommen. Ah ja, naja, so viel ist es ja noch nicht, dass es Einkommen. Also genau, aber mit kleinen Anfang und dann schauen Sie, wie das alles funktioniert, dann gucken Sie, wie das Programm funktioniert. Sie können auch mit unserem Spezialisten, den Analytiker, kommunizieren. Der wird Ihnen auch gute Ratschläge geben. Der ist ja immer dran, den Markt zu analysieren. Und ja, was ist denn das für ein Programm? Wie heißt denn das Programm? Ja, das ist unser Roboter halt von Cyospace. Also wir nennen den Roboter. Ein Roboter, ja. Ja, also das ist so ein Programm mit einem künstlichen Intellekt und wir haben da einen Algorithmus, der das Ganze analysieren kann und dann dementsprechend handeln kann. Ah ja, na gut, okay. Also da müssen Sie auch sehr wenig Zeit drin investieren und eigentlich passt das für Leute, die viel bei der Arbeit sind und nicht viel für andere Sachen Zeit ausgeben wollen. Na gut, aber wenn man zusätzliches Einkommen haben will, dann kann man doch gerne ein bisschen Zeit investieren. Genau, ja, also deswegen können Sie auch mit unserem Analytiker kommunizieren. Sie können da Telefontermine vereinbaren. Wird Ihnen, wie gesagt, gute Ratschläge geben. Da können Sie auch bei lernen, weil viele Leute, die mit dem Analytiker schon länger Kontakt hatten, die können da auf dem Markt auch selber auskommen. Also die brauchen keine Hilfe. Und deswegen ist es ganz, ganz einfach für Sie. Also auch wenn Sie keine Erfahrung hatten. Aber hatten Sie schon Erfahrung in dem Bereich oder noch nicht? Nee, hatte ich noch nicht. Was ist denn das für ein Analytiker? Analytiker, also das ist eine Person bei uns, die arbeitet. Wie gesagt, der analysiert die ganze Zeit den Markt. Der ist schon länger in diesem Bereich tätig. Und deswegen hat er auch sehr gute Erfahrung drin. Und ja, wenn Sie mit dem sprechen, dann wird er Ihnen erzählen, was auf dem Markt heute abgeht. Also wir haben auch eine Seite, wo man das Ganze lesen kann, die ganzen Neuigkeiten auf dem Markt und so. Er wird Ihnen auch erklären, wie bestimmte Neuigkeiten auf den Markt Einfluss haben. Also er wird Ihnen ganz vieles erzählen. Also da ist ein reiner Datenanalytiker. Er ist ein Marktanalytiker, genau. Marktanalytiker. Auch Spezialist. Genau, der ist auch für das Programm zuständig.
Ja, Der wird das. Ihnen auch erklären, wie man das einstellt auf den Markt jetzt. Also er wird Ihnen erklären, wie es auf dem Markt jetzt aussieht. Dann werden Sie zusammen dann das Programm einstellen, damit es auch richtig handelt, damit Sie so mehr wie möglich Einkommen haben. Das heißt also, ein Finanzmakler oder so ist er nicht. Bitte? Jemand, der Finanzen was gelernt hat, ist er nicht. Ja, auch schon. Auf jeden Wie Fall, aber auch er muss. schon. Bitte? Wie auch schon. Ja, klar hat er Finanzen studiert, aber im Endeffekt hat er sich für den Finanzmarkt interessiert und hat sich damit im Thema auseinandergesetzt. Und deswegen sitzt er Gut, schon dann mehrere Jahre da. welche Ausbildung hat er denn als Finanzmakler? Und das kann ich Ihnen genau nicht sagen. Das ist Das wäre keine für mich, Info der für mich. investieren will, natürlich interessant. Ja, also das können Sie auch bei dem selber nachfragen. Aber im Endeffekt ist das auch ein verschieden, also sind verschiedene Themen. Finanzmarkt und Finanzen ist nicht das ganz Gleiche. Naja, gut, dann verbinden Sie mich mal mit dem, dann kann ich dem ja fragen. Muss ich gucken, Montag. Ich muss schauen, ob er da ist. Ich würde vielleicht ein Gespräch anfragen, aber auf jeden Fall kann ich Ihnen sagen, ich könnte Ihnen eine E-Mail diesbezüglich zuschicken. Können Sie sich das anschauen und wir können dann später nochmal telefonieren. Auch Ja, vielleicht mit gut. einem Analytiker. Dann gucken Sie doch erstmal, ob er da ist. Also im Moment kann ich nicht schauen, aber ich kann Sie zurückrufen. Ja, gut, dann rufen Sie. Die Ich E-Mail müsste können Sie in ja die schon mal ganz gucken. komplett andere Abteilung schauen. Ja, dann können Sie ja schon mal die E-Mail schicken. Das wäre ja schon mal ganz interessant, damit ich Sie dann auch finde, ne? Okay. Haben Sie schon geschickt? Ich habe mein E-Mail-Postfach gerade auf. Ich wollte gerade ja auch Ihre E-Mail-Adresse nachfragen, ob die korrekt ist. Ich habe ja eine. Das ist dann Was? Was war das bitte? joachim.ringsbacher@ringsbacher.ber. Können Sie Deutsch nicht lesen? Ringsbach Doch. Bergheimer, ganz einfach. Ja, habe ich gerade auch gesagt vorhin. Nee, das haben Sie nicht Ringsbach. gesagt. Da haben Sie sich Ringsbach verhaspelt. Bergheimer. Ja. Ach so, da habe ich mich vielleicht vertan. Okay. Und dann am Schluss Fuka, aber dann habe ich den Rest nicht irgendwie. Das ist abgehakt. Ja, nee, at GMX. GMX, okay. Genau, Punkt.de. GMX.de. Gut, dann schicke ich das da gleich mal hin. Im Moment. Einen Moment. So, ich glaube, gleich sollte es da sein. Okay, das Thema mache ich einfach unser Gespräch. Okay, senden. So, jetzt ist die Mail raus. So, ja genau, die ist angekommen. Okay, Gut. gut. Dann schauen Sie sich das vielleicht in Ruhe an und ich gucke mal wegen den Analytikern. Genau, okay. Okay, Dann, gut. Dann bis gleich, würde ich sagen. okay, bis gleich. Ja, bis gleich, Herr Ringsbach-Bergheimer. Ja, sehr schön. Super. Okay, Tschüss. bis gleich. Tschüss. Tschüss. Ja, bitte. Hallo, ja, Herr Ringsbach-Bergheimer. Hier ist nochmal der Hartmann. Ja. Ich habe hier den Analytiker. Ich gebe mal Sie weiter. Okay. Hallo? Hallo. Ja, schönen Tag. Spreche ich gerade mit Herrn Ringsbach-Bergheimer? Das ist richtig, ja. Ja, gut, Herr Ringsbach-Bergheimer. Hier ist Kevin Schmidt, Vertreter von Finanzanalytica, Cyrus Space Crypto. Ja. So, Sie haben unter unserem Handelsprojekt CryptoAd angemeldet, ja? Richtig, ja. Genau, darf ich fragen, was hat Ihnen gefallen dann?
Ja, was mir gefällt, wird sich ja noch rausstellen. Ich war daran interessiert, ein zusätzliches Einkommen zu generieren. Also, genau, so, Sie kommen zum richtigen Weg dann. So, in kurzem, ich kann Ihnen erzählen, welche Angebote gibt es bei uns und wie können wir zusammen mitarbeiten, okay? Ja. So, bei uns gibt es zwei Varianten von Arbeit. Es ist manuell und automatisch. Manuell bedeutet, dass Sie können Ihr persönlicher Finanzanalytiker haben, der wird in Kontakt mit Sie 24 Stunden. So zusammen, Sie werden studieren, wie funktioniert Finanzmarkt, wie zu handeln, mit welcher Kryptowährungen oder mit welchen Aktien ist es besser im Moment zu anfangen und mit welchen ist es besser nicht zu anfangen. Aber natürlich, um alles das zu studieren, brauchen Sie ein bisschen Zeit und Sie können Ihre persönliche Arbeit haben, so keine Zeit dafür. Für solche Kunden, die keine Zeit haben, geben wir unser automatisches System, so nennt Roboter. Dieser Roboter zum Beispiel kauft einige Kryptowährungen oder einige Aktien selbst auf einer Plattform für billiger Preis und nach einiger kurzer Zeit verkauft auf anderer Plattform für teurer Preis. Dazu bekommen Sie Differenzprofit direkt auf Ihrem Handelskonto. Ja, und zum Schluss, was ist Ihr Handelskonto? Ihr Handelskonto funktioniert bei uns gleich wie Ihre Kreditkarte oder Online-Banking, aber persönlich für mich ein bisschen besser. Ich erkläre Ihnen warum. Weil erstens mit Ihrer Kreditkarte oder Online-Banking verdienen Sie nichts, ja? Das Geld nur legen dort. Mit unserem Handelskonto verdienen Sie jeden Tag von Montag bis Freitag. Es ist erste Sache. Und zweite Sache, mit Ihrer Kreditkarte oder Online-Banking, um Ihr Geld zu bekommen, brauchen Sie zum Bank gehen oder einen Automat finden, dann können Sie es ganz einfach bekommen. Alles, das Sie bei uns brauchen, ist Computer oder Handy und Internet, nicht mehr. So, Sie kommen auf unsere Webseite, öffnen Ihr persönliches Handelskonto mit Ihrem persönlichen Passwort und gleich wie beim Online-Banking gibt es auch zwei Tasten als Einzahlung und Auszahlung. Und Sie können klicken es einfach in jedem Moment. Auch will ich Ihnen ganz gerne erklären, mehr über unser automatisches System, ja? Über diese Roboter. Natürlich, Sie können treffen solche System Darf bei ich mal anderen Firmen. zwischenhaken? Also Ja, natürlich. wenn ich zu meiner Bank gehe und Bargeld haben will, dann muss ich zum Automaten. Richtig. Wenn Sie werden Bargeld haben auf Ihrer Kreditkarte oder was? Ich sagte, wenn ich zu meiner Bank gehe und brauche Bargeld, dann gehe ich zum Geldautomaten. Ja. Und Sie sagen, wenn ich bei Ihrer, bei dem Ja, Konto Geld, Sie bei uns lassen Sie mich ja. doch einfach mal ausreden, bitte. Nein, ich Dankeschön. will nur erklären Ja, Ihnen, nein, okay? dann unterbrechen Sie mich doch einfach Okay. nicht. Sie können mich nicht erklären. Nein, ich. Sie können Okay, mich, ich höre. Entschuldigung. Sie unterbrechen mich permanent. Das ist nicht sehr freundlich. Entschuldigung. Sie können mir ja nichts erklären, wenn Sie meine Frage noch gar nicht gehört haben. Okay, Entschuldigung nochmal. Also, ich muss, wenn ich auf Bargeld haben will, muss ich zum Automaten gehen. Sie sagten gerade, der Vorteil von diesem Handelskonto ist, dass ich nicht mehr zum Automaten gehen muss. Wieso, Ja, genau. wenn ich Bargeld haben will, muss ich ja trotzdem zum Automaten gehen? Oder schicken Sie mir das Geld per Luftpost oder was? Nein, nein, nein. So, wenn Sie möchten, werden bei uns auf das Ausklicken, Einzahlung klicken, ja. Sie werden direkt das Geld bekommen oder auf Ihrem Bankkonto oder auf Ihrem Kryptowallet, ja. Ja, da Oder habe auf ich aber immer noch kein Kreditkarte. Bargeld. Ja, aber Sie werden das Geld haben auf Ihrer Kreditkarte. Das ist so, Sie zum Beispiel, wenn Sie haben das Geld auf Ihrem Online-Banking, ja. Sie gehen zum Bank, um zum Bargeld bekommen, müssen Sie dort zum Automat, ein Automat finden, ja? Ja, und Sie Aber sagen. bei uns, ja, ich sage, dass Sie bekommen das Geld direkt auf Ihre Kreditkarte und mit Kreditkarte können Sie einzahlen. Ja. Ja, aber oder mit Kryptowallet, ja? Mit Kryptowallet geht es ein bisschen anders. Ja, aber da habe ich ja immer noch kein Bargeld. Ja, aber Sie können Ja, dann Sie haben später gesagt, gehen. das ist bei Ihrem Konto anders, dass ich mir auszahlen kann und dann habe ich Bargeld. Nee, ich muss ja ta tatsächlich dann Ich immer. habe nicht, Sie Entschuldigung, ich habe unterbrechen mich nicht über schon wieder. Sie Bargeld unterbrechen mich gesprochen. schon wieder. Das Nein, ist ich sehr erkläre und unfreundlich. antworte auf Ihre Frage. Nee, meine Frage war ja noch nicht fertiggestellt. Man kann immer erst antworten, wenn die Frage zu Ende gestellt ist.
Können wir uns darauf einigen? Okay, ich will nicht rechnen mit Sie, ich höre jetzt zu. Sie haben gesagt, ich kann auszahlen und habe dann mein Geld. Ja, aber ich habe ja... Ja, ja. Ach, Himmel, die Berge. Kriegen Sie es nicht hin, ne? Das kriegen Sie einfach nicht hin. Sie haben gesagt, wenn ich mir Geld auszahlen lasse, dann habe ich sozusagen gleich die Bargeld. Nee, ich habe es dann auf meinem Konto und dann habe ich immer noch kein Bargeld. Und ich habe ja nach Bargeld gefragt. Also, über Bargeld, ja, Entschuldigung, das ist ein bisschen anders. Sie müssen es von Ihrem Bankkonto oder Kreditkarte auszahlen. Also, dann habe ich also den Vorteil schon mal nicht von Ihrem Konto. Vorteil ist, Sie verdienen jeden Tag von Montag bis Freitag, ja? Und Sie zahlen keine Gebühr, wenn Sie auszahlen. Ja, gut, aber darum geht es ja gar nicht. Es ging ja darum, Sie haben ja gesagt, dass ich sofort mein Geld habe. Und das wäre der Vorteil von Ihrem Online-Konto da. Und okay, Entschuldigung für das. Das haben Sie als Vorteil genannt. Und das stimmt ja nicht. Ich habe es ja dann auch wieder nur auf meinem anderen Konto. Ich habe Ihnen gesagt, dass mit diesem unser Handelskonto, wenn Sie Auszahlungen gleich machen, so Sie müssen nicht warten auf etwas und so weiter. Sie können gleich beim einen Klick es machen. Ja gut, aber das ist doch nicht in ein Automat gehen oder nicht in Bank gehen, nur per einen Klick, per Handy oder Computer. Ja, aber dann habe ich ja immer noch kein Geld. Darum geht es doch nicht. Ich muss ja dann trotzdem zur Bank gehen, um mir Bargeld auszahlen zu lassen. Also ist das kein Vorteil. Ich verschiebe dann nur Geld von einem Konto aufs andere Konto, aber trotzdem muss ich, um Bargeld zu haben, immer noch zur Bank gehen. Ich erkläre, was ich meinte. Zum Beispiel, wenn Sie von einem Bankkonto auszahlen auf andere Bankkonto, ja, das dauert von 1 bis 3 Tage. Aber das bei uns, es dauert nicht mehr als 10, 15 Minuten, so gleich. Nee. Das ich meinte. Nee, aber das ist hier tatsächlich auch nicht so. Ich habe 2 verschiedene Bankkonten und wenn ich von einem Konto aufs andere was überweise, dann ist das sofort da. Nein, ich meine, Sie überweisen zum Beispiel nicht direkt auf Ihr Bankkonto. Sie haben eine schlechte, ich verstehe Sie gerade nicht, Sie haben eine schlechte Internet-Telefonverbindung. Entschuldigung, jetzt hören Sie mir besser. Ja, probieren wir es mal. Ja, ich meinte, dass wenn Sie von Ihr Bankkonto überweisen auf andere, ja, so, das dauert von 1 bis 3 Tage, aber bei uns, es dauert nicht mehr als 10 Minuten. So, Sie werden gleich das Geld haben. Das ich meine, nicht in Bargeld natürlich, aber Auszahlung gleich. Das ich meinte, so, dass Sie müssen nicht von 1 bis 3 Tage warten. Ja, das sagte ich ja gerade. Ich habe 2 Bankkonten. Wenn ich von einem Bankkonto aufs andere überweise, ist das Geld auch sofort da. Da muss ich auch nicht 1 bis 3 Tage warten. Ach so, Sie machen dann es als schnelle Überweisung, nicht wahr? Nein, ganz normale Online-Überweisung. Persönlich wenn ich überweise von meiner Sparkasse auf meine Frau Commerzbank, die Überweisung dauert von 1 bis 3 Tage. So. Na gut, dann ist das halt unterschiedlich von den Banken. Bei mir ist es anders. Ja, okay. Es hängt ja zum Beispiel hängt von Banken. Okay, ich will Ihnen auch gerne erklären über unser automatisches System. Ja. Ja, natürlich, Sie können solche Systeme treffen bei anderen Firmen. Ja, aber bei uns, es arbeitet ganz anders. Ich erkläre Ihnen wie. Zum Beispiel, Sie überweisen 500 Euro für dieses automatische System für andere Firma, ja? Und 500 Euro auf unser automatisches System. Und bei anderen Firma, dieser Roboter wird jeden Tag arbeitet mit ihrem ganzen Geld. So, jeden Tag mit 500 Euro. Es ist nicht viel Risiko. Bei uns, es wird arbeiten nur mit 10% von ihrem Betrag. Es ist nur, 50 Euro, ja? Aber wie diese 50 Euro, so als auch diese 500 Euro für Finanzmarkt oder Kryptoarbitrage ist gar nicht Geld. Wie macht unser Roboter? Unser Robot nimmt 10% von ihrer Seite und 10% von anderen Kunden und im Zusammenhang gibt es einen großen Betrag, bei welchem es arbeitet.
Und bei solchen Varianten des Aber ist erstens, sie minimalisieren das Risiko fast zum Null, also gibt immer Risiko, aber wie finden die Weg, wie solche Risiko zu minimalisieren? Ja? Und zweite Sache, dass sie werden verdienen jeden Tag von Montag bis Freitag. Natürlich kann ich nicht sagen, dass sie werden in 5 Sekunden ein Millionär, aber stabilischer Einkommen können sie bekommen mit solchem Betrag. Gut. Wie 250, ja, sie werden verdienen mit 250 von 7 bis 14 Euro. Gut, aber die Frage ist doch, mein Risiko minimiert sich ja nicht dadurch, dass ich mit mehreren anderen Anlegern gleichzeitig was mache. Wenn alle Anleger gleichzeitig verlieren, dann ist doch mein Geld auch weg. Ja, verstehen Sie darum, wir arbeiten nun mit 10% von Ihrem Betrag. Ja gut, So, aber... wenn zum Beispiel dieser Roboter, ja, verliert heute etwas, und dann dieses System wird gestoppt und bei unserem Finanzanalytiker analysiert. Aber bei anderen Firmen, wenn es verliert, er verliert dann alles. Verstehen Sie? Und im nächsten Tag, wenn Sie verlieren, zum Beispiel heute, diese 50 Euro, im nächsten Tag, unser Robot wird analysiert beim Finanzanalytiker und wird für Sie in zweimal mehr Einkommen geben. Na gut, dann hat das also diese Risikominimierung nur damit was zu tun, dass jetzt nur 10% genommen werden. Das hat also nichts Ja. damit zu tun, dass andere Investoren auf denselben Artikel oder dasselbe Ding handeln. Weil sie haben ja gesagt, es handeln von meinem Geld und von anderen Leuten Geld wird gehandelt. Das ist ja dann. Es geht also nur um diese 10%-Geschichte. Also spielt es keine Rolle, ob einer oder 100 Leute damit mithandeln. Nein, trotzdem es spielt alles. Ich erkläre Ihnen wie. Zum Beispiel bei anderen Firmen, ja, dieser Roboter arbeitet mit ganzem Betrag, so nur mit 500 Euro mit einem Kunde, ja. Bei uns, es wird arbeiten mit allen Kunden, die haben gleichen Betrag wie 500, wie Sie zum Beispiel einlegt, ja. Und danach, er nimmt von Ihrer Seite 50 Euro, 50 Euro von anderen Kunden, 50 Euro von anderen Kunden und weiter, 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 ja. Und im Zusammenhang gibt es einen großen Betrag, bei welchem es arbeitet, diese 10% von jeder Kunde, ja. So, bei solchen Varianten, es minimalisiert das Risiko. Erstens und zweitens probiert immer zu verdienen. Ja, okay, So, aber darum ist es besser. es geht also nur darum, dass man eine große Summe hat als Ja, Gesamtsumme Geldsumme. es hängt von welcher Summe anfangen Sie. Zum Beispiel, wenn Sie anfangen von 250 Euro, dann Sie kommen zur Kategorie Kunden, die haben die gleiche Betrag einlegt, ja? Ja gut, okay, das ist soweit klar. Nur die Frage, es wurde gesagt, es wird zu niedrigem Preis gekauft, zum teuren Preis verkauft. Genau. Was ist denn, wenn ich zum Beispiel bestimmte Aktien halten will? Die will ich ja gar nicht wieder verkaufen. Ich möchte gerne langfristig eine Ja, natürlich, Geschäftsbeziehung aufbauen. natürlich können Sie es auch. So, wissen Sie, wenn Sie anfangen mit uns, ja, mit Arbeiten, Sie wählen das System oder manuell mit unserem Finanzanalytiker oder automatisch, ja? Wenn Sie wählen manuell, dann werden Sie mit unserem Finanzanalytiker werden Sie von unserem Finanzanalytiker einen Anruf bekommen und mit ihm ist alles besprochen. Mit welchen Aktien Sie, wenn Sie haben bestimmte Aktien, mit welchen wollen Sie anfangen? Sie werden es besprechen mit unserem Finanzanalytiker, ob sind diese Aktien aktuell oder nicht. Ja, und unser Finanzanalytiker wird nur für Sie raten, mit was ist es besser zu anfangen. Aber Entscheidungen treffen nur Sie. Okay, gut, okay. Dann die nächste Frage ist, wie kann ich denn Geld anlegen bei Ihnen? Wie kann ich das So, ja, bei uns, bei aufs Handelskonto ja. überweisen?
Bei uns gibt es verschiedene Zahlungsmethoden. Sie können so gleich wie mit Ihrer Kreditkarte einzahlen, so als auch, wenn Sie haben einige Kryptowährungen wie Ethereum oder Bitcoin, können Sie mit es bezahlen. Wenn Sie in der Nähe haben einige Bitcoin-Amt oder Kryptowährungen-Amt, Sie können auch mit das einzahlen. Was ist ja, denn gleich ein mit Krypto. Kryptowährungen-Amt? Das gibt's doch gar nicht. Das ist ein Automat. Nein, gibt es. In Wahrheit gibt es. Das ist wie Bitcoin-Amt. Ja? Wissen Sie solche Amten oder nicht? Nein, ein Bitcoin-Amt gibt es nicht. Gibt es doch in Deutschland, in Österreich, in Switzerland. In Switzerland auch gibt es die Karten. Ja, die haben so gleich wie Apple Pay Karten, ja. So gibt es Kryptowährungen Karten, Kryptonav heißt es in Switzerland. Aber in Deutschland und Österreich gibt es eine Bitcoin Amt, ja. Das ist ein Automat, wohin geben Sie Bargeld, ja, und Sie werden beim einen Strichcode haben Kryptowährungen und oder ein Sicherheitscode. Die können Sie ganz einfach schreiben bei uns. Und Sie werden das Geld direkt auf Ihrem Handelskonto beim Kryptowährung haben. Ja, wie heißt das? Kryptoamt oder wie heißt das? Bitcoin-Amt, BTC-Amt. Sie können schreiben per Google Maps und Sie können es ganz einfach finden. Darf ich fragen, wo wohnen Sie? Wenn Sie möchten, ich kann für Sie es finden. In Deutschland, ja. Ja gut, okay. Ja, Deutschland, aber genau Stadt? Ja, Höxter. Gut. Moment. Deutschland und Staat nochmal, Entschuldigung. Höxter, ja, nee, ich hab's hier eingegeben. Bitcoin-Amt. Ist, ja, haben Sie gefunden? Nee. Bitcoin-Amt? Ja, können Sie genau sagen, Ihre Postleitzahl? Ja, es ist 37671. 37671. Aha, Höxter, ja? Ja. Now. Ich probiere es zu finden. Nein, leider in Ihrem Stadt gibt es kein BTC-Amt. Es kann sein, dass in Bielefeld kann sein, neben Ihnen. Ja, in Bielefeld gilt es. Ja gut, gibt aber es. Wie gesagt, ich habe ja sowieso noch Bitcoin. Okay, dann können Sie ganz gerne mit Kreditkarte einzahlen. Ja, nee, Kreditkarten habe ich auch nicht. Ich wollte sowas per Überweisung machen. Also, ja, natürlich können Sie es per Überweisung machen. Ich kann Ihnen dann ganz gerne Bankdaten schicken per E-Mail oder WhatsApp. Wie möchten Sie denn? Per E-Mail. Per E-Mail, okay, ganz gerne, ich schicke Ihnen das. Und darf ich fragen, Moment. Also WhatsApp haben Sie nicht, ja? Per E-Mail ist es am besten. Genau, WhatsApp habe ich nicht. Okay, kurzen Augenblick. WhatsApp ist ja auch kein Medium für Finanzgeschäfte. Das können die Amerikaner ja alles abhören. Nee, das ist keine Basis für nein. Finanzgeschäfte. Wir benutzen WhatsApp seit 3 Jahren. Bei unserer Firma oder Telegram oder Signal, solche Programme, ja. WhatsApp ist es nicht so mit Sicherheit gut, aber zum Beispiel solche Applikationen wie Signal oder Telegram sind am besten, als sie arbeiten bei speziellen Strichcode. So zum Beispiel, wenn Sie schreiben zusammen mit mir einige SMS, so diese SMS haben einen Strichcode, ja, so, also einen Sicherheitscode. Jede, zum Beispiel Ihre Besprechung per Telegram oder Signal hat einen Sicherheitscode. So, das ist mehr bequemer und mehr besser. Ja, nee. Mit Telegram oder Signal. Nee, ich mach sowas das ist dann lieber per E-Mail. Für Sie. Okay, ja, ganz gerne, ich schicke es Ihnen per E-Mail. Genau, gut, okay. Ich habe mein E-Mail-Konto schon auf, das können Sie mir ja schon mal schicken. Ja, ich schicke es alles. Guten Augenblick, muss ich es alles vorbereiten. Haben Sie wahrscheinlich für einige ausländische Überweisungen gemacht? Habe ich auch schon gemacht, ja. Wunderbar. Wieso Ausland? Wo ja, sitzen genau, Sie denn? Wo sitzen Sie denn?
Persönlich, wir sitzen in Österreich, In in Österreich. Zürich. Ja, genau. Aber die Daten, welche ich schicke, das wird eine Litauen-Daten, als wir mitarbeiten mit Litauen Bank. Mit Die Litauen. beste Bank. Genau. Wir finden die beste Variante von Banken, um für sie kein Gebühr zu einzahlen. Und zum Beispiel mit Sparkasse bei uns werden verschiedene mehr Probleme. Darum wir benutzen Litauen Bank. Ja, Nee. als wir arbeiten mit ganz Europa. Sie wissen es, ich glaube. Ja gut, aber trotz allem, das ist ja schon komisch mit Litauen. Das, In Wahrheit ist es egal, als wir arbeiten mit ganz Europa. Wir arbeiten mit Litauen, mit Tschech Republik, mit Polen, mit Italien, mit Spanien, so, mit Österreich, Frankreich. Und ihr Hauptsitz ist Österreich. Nein, das ist nicht Hau, das ist ein von unseren Abteilungen, von unseren Filialen. Aber Haupt ist in Großbritannien. Alle Informationen werden Sie bei unserer Webseite finden, doch die steht alles. Unser Laycode, unsere Registrationadresse, alles. Ah Ich ja, schicke okay. Ihnen, ja, ich Gut, schicke Ihnen auch dann sind Sie mit ja sich. Banddaten Ja, das schicken Sie mir ruhig alles per Webseite. E-Mail. Das ist kein Problem. Ich habe mein Ja. E-Mail-Postfach ja auf. Gut, okay. Sie sagen, Sie sitzen dann in Großbritannien. Wie lange gibt es Ihre Firma denn schon? Persönlich, unsere Firma existiert seit 4 Jahren hier in Österreich. Ja, aber ja, Nee, wir hatten verschiedene, verstehen Sie, wir hatten verschiedene Brände und verschiedene auch Werbungen und die Kunden kommen direkt auf unserem Portal, in unser System. Ja, es kann hängen, dass Sie können hören andere Handelsprojekte, als wir arbeiten mit Amazon auch, mit Tesla-Projekten und andere. Ja, darum so kann es einige Unterschied sein. Aber trotzdem kommen Sie zum einen Filial, zum einen Firma. Die kommt bei Ja gut, aber uns aus mich Großbritannien. interessiert ja der Hauptsitz der Firma und nicht die Hauptsitz zweiten. in Großbritannien. Ah ja, okay, gut. Und da sind Sie seit mehr als 4 Jahren. Ja, Ah ja. genau. Okay, Moment, ich Genau, schicken Sie jetzt mal die schicke E-Mail, ja, Ihnen, genau. ja. Also, Ihre E-Mail-Adresse klingt wie, Moment, joachim.ringsbach-beckheimer@gmx.de, ja? Genau richtig. Ja, okay, ich schicke dann Ihnen. Ja, so, ich habe Ihnen geschickt, können Sie ganz gerne überprüfen. Es ist sehr wichtig, wenn Sie werden ein Empfängername schreiben, schreiben Sie es gleich, wie dort steht, Thema Nuke LTD. Und beim Verwendungszweck, es ist auch sehr wichtig, diese drei Ziffern zu schreiben. Ja, 886322 und die Datum, heutige Datum, also Sie werden heute diese Überweisung machen, ja? Ja gut, ja ich sehe aber über Ihre Firma sehe ich da noch nichts.
Das. Also mein Kollege hat gesagt, dass er hat Ihnen einen Link geschickt mit unserem Portal und mit unserer Webseite auch. Ah Cyberspace ja, Capital. okay. Okay. Gut, okay. Und ja. Ja, so, Herr Ringsbach-Bergheimer, wenn Sie werden diese Überweisung machen, bitte schreiben Sie gleich Verwendungszweck, wie ich habe Ihnen geschickt, und auch richtige Empfängernamen. Das ist sehr, sehr wichtig bei dieser Überweisung. Und beim Verwendungszweck, es ist wichtiger als diese Ziffern 6. Es ist Ihre Handelskontonummer, die ich habe für Sie vorbereitet. Und so, Sie werden direkt auf diesem Handelskonto überweisen. Erstens am Bank, ja, und dann Bank wird wissen, dass auf dieser Handelskonto müssen das Geld schicken, ja. Die Banküberweisung dauert von 1 bis 3 Tagen, Sie wissen es. Ja, aber als wir arbeiten oft mit Banken, bei uns kann es sein, dass es wird ein bisschen schneller. Es kann morgen sein, ich glaube so. Wenn Sie werden es jetzt machen. Aber bitte, es ist sehr, sehr wichtig. Vergessen Sie nicht, nach Überweisung ein Fotoscreen oder PDF-File von Beleg schicken an mich in dieser E-Mail-Adresse. Von welchem haben Sie SMS, eine Nachricht bekommen? Ein Foto von Beleg oder PDF-File? Dazu ich kann sicher sein, dass Sie haben es einzahlt. Okay? Wieso das? Weil normalerweise, Sie sehen doch, wenn mein Geld auf Ihrem Konto angekommen ist. Warum muss Ja, ich. genau. Aber wenn zum Beispiel wird einige Problem oder etwas so, Was und bitte? wir werden ein Beleg, wenn wird einige Problem, zum Beispiel, es kann sein, dass das Geld wird nicht bekommen oder Ihr Bank kann nicht es schicken, kann verschiedene sein, ja, aber Sie werden mir sagen, dass es ist geschickt. So muss ich es überprüfen. Wenn ich werde ein Beleg haben, dann kann ich sicher sein, dass Sie haben es einzahlt. Ja, so Beleg zeigt, dass Sie haben es einzahlt. Darum ist es besser, mir zu es jetzt bekommen. Also Okay? ganz ehrlich, wenn ich jemanden was überweise, dem muss ich noch nie ein Foto von meiner Überweisung schicken, weil Nein, das nur ein Foto von Beleg. Das ist ganz normale ja Sache. nee, das ist ja nicht normal, das sage ich ja gerade. Ich musste noch nie. Warum? Es ist nicht nur. Ich habe mit Kunden bei solchen Varianten gearbeitet, seit langer Zeit. Und nur sie sagen mir, dass es ist nicht normal, ein Foto von Beleg bekommen. Ich Richtig. brauche nicht andere Transaktionen, ich brauche nur diese Transaktion. Ja, von Ihrem Bank, nur Sie machen ein Fotoscreen, das es ist minus 250 direkt auf diesem Datenempfängerterminalcode, die mit IBAN und mit Verwendungszweck. Muss ich alles überprüfen, ob es ist richtig, ja? Und wenn es ist alles richtig, dann kann sein, dass Sie werden das dass Sie haben es einzahlt. Wenn Sie zum Beispiel werden eine Überweisung machen, ja, und etwas nicht richtig geschrieben, zum Beispiel diese Verwendungszweck beim Einzahlen, ja, das kann einige Probleme machen. Die Überweisung dann kann nicht kommen sofort auf Ihrem Handelskonto. Darum, ich sage Ihnen, es ist besser, ein Fotoscreen zu machen oder PDF-File von solchem Beleg und direkt an mich zu schicken. Dazu ich kann sicher sein, dass alles ist in Ordnung und Sie haben es einzahlt. Verstehen Sie jetzt? Ja gut, wie Wunderbar. gesagt, ich habe schon häufiger Sachen überwiesen und ich musste noch nie irgendwie einen Bildbeweis dafür schicken. Das auch bei Nein, Sie müssen Auslandsüberweisung. keine Daten schicken. Ich brauche keine Daten. Lassen mich doch einfach mal ausreden. Unterbrechen Sie doch nicht permanent. Das ist sehr unhöflich. Entschuldigung nochmal. Wie gesagt, ich habe schon mehrfach Auslandsüberweisungen gemacht und ich musste noch nie ein Foto der Überweisung schicken. Eine ganz klare Sache. Wenn das Geld bei mir runtergeht, dann ist alles richtig. Und wenn es nicht bei Ihnen ankommt, dann liegt es mit Sicherheit nicht daran. Der Ja, Verwendungs... okay. Ich war noch nicht fertig. Der Verwendungszweck, da Entschuldigung. steht ja ganz klar drin. Und wenn das von Ihnen richtig reingeschrieben wurde, dann wird das auch so laufen. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist ja sicherlich irgendwas falsch daran. Deswegen, ich habe noch nie. Na gut, dann noch eine Frage, Okay, wenn ich. dann Ja. ich kann antworten nochmal auf Ihre Frage oder sind Sie noch Ja, nicht fertig? gut, dann antworten Okay, Sie. ich antworte. Ja, zum Beispiel verstellen Sie eine Situation, dass Sie haben etwas bei Amazon gekauft, ja?
Zum Beispiel ein Spiel für Kinder oder etwas von Kleidung, ja? Sie kaufen, Sie einzahlen, ja? Aber das dauert ein bisschen Zeit und Amazon hat nicht ihr Geld bekommen, ja? Oder, aber Sie trotzdem, Sie haben es einzahlt, ja? Oder zum Beispiel die Lieferung kommt nicht. Sie schreiben, aha, ich habe es einzahlt und ich habe keine Kleidung bekommen oder kein Spiel bekommen. Warum denn? Und danach Amazon immer sagt, Entschuldigung, müssen wir es überprüfen, geben Sie Ihre Nummer oder E-Mail oder etwas anderes. Ja? Sie geben und danach, wenn etwas passiert nicht, dann Sie auch sagen, dann schicken Sie bitte ein Beleg, dass Sie haben es einzahlt und wir können es ganz gerne überprüfen. Also etwas kann nicht zum Beispiel richtig sein bei Bankdaten. Kann es so sein? Natürlich, es kann. Darum, ich brauche es. Ja, also ganz ehrlich, gerade wenn Sie da sagen, dass als Beispiel Amazon, mit Amazon hatte ich solche Probleme noch nie, noch nie. Ich musste noch nie, selbst wenn ich mal einen Artikel nicht erhalten habe, dann rufe ich bei Amazon an und sage, ich habe den Artikel nicht erhalten und dann kümmern die sich darum. Und da musste ich noch nie einen Beweis schicken, dass ich jetzt überwiesen habe. Das sehen die auf ihrem Konto. Okay, Herr Rinsbach-Bergheimer, wenn Sie möchten mit uns anfangen, ich habe Ihnen gesagt, bei welchem Variante wir können anfangen. Und wenn Sie möchten ganz gerne einzahlen, ich warte ganz gerne auf Ihr Beleg. Aber nein, das ist Ihre Entscheidung, ich stelle Ihre Meinung auf. So, ich habe im Moment auch viele andere Kunden, also bin ich persönlich Finanzanalytiker, nicht Kundenmanager. So, ich gebe einen Anruf zu meinem Kollegen Travis Hartmann. Na Okay? gut, aber Wünsche einen schönen einen Augenblick. Tag. Eine Frage habe ich noch. Sie sagten, Ja? Ihre Firma ist 4 Jahre alt. Ja, genau. Komisch, die Domain Als Webseite steht es ja anders, ich ja? war noch nicht Oder was? fertig. Ich war noch nicht fertig. Ihre Domain, Sire Space Capital, ist gerade am 18. Juli 2022 gegründet worden, also 20. 140 Tage alt. Ich habe Ihnen früher gesagt, dass es hängt von Bränden. Ja? Wir haben einen Was? Brand wie Firespace Capital, das war Rebranding. Wissen Sie, was das bedeutet? Das kommt von Einnahme auf andere, ja, als wir vergrößern. Darum wollten wir einen neuen Namen kommen. Und wie? Jetzt sind Firespace Capital. Als wenn wir wollten zum Beispiel mit anderen Projekten mitarbeiten, wie Tesla und Amazon, ja, müssten wir einen Namen verändern, als wir werden vergrößern, ja. Na gut, dann macht man doch eher eine Subdomain darüber und nicht eine komplett neue Domain. Ich persönlich, ich habe Ihnen alles erklärt. Na gut, So, aber Sie haben, was Sie mir noch nicht ge gesagt haben, Sie sagten, Sie sind in Großbritannien und Sie sind da auch reguliert und lizenziert, richtig? alles Informationen, Sie können dort finden. Ja, dort gibt es alle juristischen Dokumente. Wenn Sie klicken auf zum Beispiel über uns, dort können Sie klicken auf juristische Dokumente und werden Sie auch haben. Oder Kundenbetreuung und beim FAQ. Sie können klicken und dann werden Sie auch alles finden über unsere Firmen. Okay, über Okay, Sicherheit, alles, ja. dann werde ich das überprüfen, sehr gerne. Okay. Dann ich gebe diesen Anruf zu meinem Kollegen Travis Hartmann und werden Sie weiterreden, okay? Okay. Hallo? 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 Hallo, ja, Herr Ringsbach, Berghammer. Ja, Sie haben mit meinem Kollegen gesprochen. Er meinte, hatten Sie
die Bankdaten zugeschickt. Ja, das ist richtig. Und ja, und ich würde mal sagen, also soweit Sie seid, Sie sind bereit, die Überweisung zu machen, dann schicken Sie bitte an uns den Beleg, aber bitte bei der Auszahlung das Datum, das richtige Datum reinschreiben. Also wenn das heute ist zum Beispiel, dann auf den 5.12. Und wenn nicht, dann ein anderes Datum. Bei der Auszahlung? Ja, also wenn Sie das bezahlen, also wenn Sie die Quittung bezahlen, die werden Sie geschickt haben. Haben Sie die auch bekommen, oder? Ja, die Daten habe ich bekommen, aber er sagt mir gerade, dass man auf Ihrer Webseite, das ist ja sires-kapital.de, dass man da irgendwie noch anhand über Ihre Firma lesen kann, aber das sehe ich momentan nicht. Wo finde ich das denn? Eigentlich sollten Sie das auf der Seite sehen. Da steht ja über uns, über das Unternehmen, Empfehlungsprogramm. Ja, okay. Ah, sehen Sie? Ja, ich versuche es gerade. Und da ist ja auch ganz wichtig und hilfreich, diese Seite s-s.capital/login. Da können Sie auch vieles auch drin sehen. Ja, ich gucke jetzt gerade nach den, zum Beispiel die Dokumente, die juristischen Dokumente, so. So. Und die haben gesagt, da steht die Lizenz drin. Wo finde ich die denn da? Das steht ganz unten, die Lizenznummer, das LEI-Code. Ja, wo denn? Bei den? Noch unten. Also wenn Sie nach ganz unten gehen, dann sehen Sie so dieses schwarze Feld, ja? Ja, okay. LEI-Code und dann sehen Sie den Code. Ne? Ja gut, den kann ich ja dann überprüfen, das ist ja kein Problem. Ja. Ja, genau. Das ist. Wo sind Sie denn lizenziert? Bitte? Wo sind Sie denn lizenziert? Und ich persönlich weiß davon nicht. Aber, also, ja, aber Sie können doch nicht irgendwie einen Code da reinschreiben und gar nicht sagen, wo Sie lizenziert sind. Also ich selber weiß das nicht, aber da muss ich das auch nachfragen dementsprechend. Ja, das ist schon seltsam. Naja, also für mich brauche ich eigentlich fast nie diese Daten. Also die Leute können das auch selber überprüfen. Und wenn es nötig ist, dann kann ich es nachfragen. Und hier sehe ich ja auch irgendwie, diese Seite gehört den Co-Corners and Partners. Die sind in der James Street, Kingstown, in Kingston, in St. Vincent and the Grenadines. Das hat ja nichts mit London zu tun. Ja, also das ist was ganz anderes. Ja, wie gesagt, in solchen Fragen bin ich nicht kompetent. Das ist nicht mein Kompetenzbereich. Ja gut, aber für mich ist es ja wichtig, weil wenn gesagt wird, Sie sitzen in London und dann ist es plötzlich St. Vincent and the Grenadines, das ist ja ganz was anderes. Ja. Kann sein, aber wie gesagt, in solchen Fragen bin ich nicht ganz kompetent. Das muss ich, wie gesagt, nachfragen. Ja, dann fragen Sie nach. Kein Problem. Okay. Gut, soll ich das jetzt machen oder ja, können gerne. Wir später nochmal telefonieren? Nee, können Sie gerne machen. Okay, werde ich gerade mal nachfragen. Wenn ich jetzt noch jemanden finde, warten Sie. Ich muss da auch wieder mal in eine andere Abteilung gehen. Bleiben Sie bitte dran. Ja. Hallo? Ja. Ja, also ich konnte gerade von der juristischen Abteilung keinen finden, aber ich habe gerade nachgefragt bei einem Kollegen. Also die Lizenz ist auf die Adresse, die Sie jetzt da unten gelesen haben.
Und da wurde auch nichts von London gesprochen. Also das hängt an ganz an Großbritannien allein, aber nicht in London. Ja, naja, gut, aber wie gesagt, St. Vincent in den Grenadines liegt ja nicht in England. Und Ihr Kollege, den ich vorher dran hatte, der hat gesagt, Sie sind registriert und lizenziert in London. Meinte in Großbritannien. Ja, und oder? Ich habe das gerade auch bei ihm nachgefragt. Nee, London. Der Sitz sei in London. Der Hauptsitz. Komisch, das kann eigentlich nicht wirklich sein. Ja, okay, im Endeffekt hab ich rausgefunden, dass die Lizenz auf der Adresse ist, die Sie auf der Seite gesehen haben, da ganz unten, die Sie mir Und bei wem vorgelesen sind Sie haben. Dort lizenziert? Bei wem genau? Ja, genau. Ja, wie gesagt, das, was Sie unten gelesen haben, das hat er mir gemeint. Ja, das ist ja eine Stadt, aber das ist ja keine Lizenz. Bei wem Sie lizenziert Nein, aber sind, nicht bei in welcher Stadt Sie lizenziert sind, sondern bei wem Sie lizenziert sind. Das muss ich bei der juristischen Abteilung nachfragen, aber da ist momentan keiner dran. Die sind wahrscheinlich in einer Besprechung oder so. Das klingt ja alles sehr dubios. Ganz klar. Es wird gesagt London, es wird gesagt Lizenz, keine Lizenzgebernummer, kein falscher. Ich wissen wir was ich mir denke. Sie sind schlicht und ergreifend ein ganz normaler Scammer. Ein ganz normaler Scammer. Nein, eigentlich nicht. Doch, Sie können gesagt, mir ja keine Lizenz geben. Sie kriegen ja nichts hin. Und dann sind Sie noch ja, ein also schlechter Scammer. Ich meine zu Ihnen, ja, ich bin in dem Bereich nicht kompetent. Ich muss das wirklich nachfragen. Aber im Endeffekt finde ich keinen gerade, weil es Montag früh ist und alle in Besprechungen sind und so weiter. Jetzt kann man momentan noch alle wirklich schlecht finden. Ja, also ich halte das nicht für seriös, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ja, keine Ahnung, was ich Ihnen dazu sagen kann, weil wie gesagt, mein Bereich ist einer in dieser Firma. Von meinem Kollegen, das ist was ganz anderes. Und wenn Sie solche Fragen haben, dann muss ich das wirklich weiter nachfragen. Und dann muss ich ja auch wirklich die halbe Firma auf die Ohren stellen, damit mir alle jemand was sagt und damit ich Ihnen das weitergebe. Ja weil gut, wie gesagt, aber Ihr Kollege Sie hatte können ja nach Ahnung. Dieser Nummer die Lizenz überprüfen. Ja, ja mein Kollege ist aus einer ganz anderen Abteilung. Ja eben, aber der hat ja gesagt, das wäre in London lizenziert und nicht in St. Vincent. Ja, ich habe ihn wegen London gefragt. Er hatte mir gesagt, nee, nicht in London, sondern in Großbritannien halt. Ja, oder Großbritannien. Nur. Aber St. Vincent and the Grenadines ist auch nicht in Großbritannien. Bitte? Ich könnte es akustisch schlecht verstehen. St. Vincent and the Grenadines liegt ja auch nicht in UK. Okay, aber wie gesagt, er hat mir gesagt, diese Lizenz liegt halt. Warten Sie, ist das wirklich nicht in UK? Kann doch nicht sein. Okay. Aber die Lizenz liegt da. Also, wie ja, gesagt, die haben wo die denn? Lizenz Bei von wem da. Denn? Ich weiß das nicht. Ich hatte Ihnen das vorhin gesagt. Also, Sie fragen mich das selber mehrmals. Und im Endeffekt ja, sage ich Ihnen das Gleiche. Ich gebe Ihnen immer die gleiche Antwort, aber Sie fragen mich immer und immer wieder dasselbe. Ja, weil Sie es halt nicht beantworten können. Ja, und ich habe Ihnen eine richtige Antwort gegeben. Ich habe ihm gesagt, ich muss das weiter nachfragen, aber momentan ist das früher Montag und das kann ich nicht, weil sehr selten bekommen wir solche Anfragen und Fragen und ja, ich muss das wirklich nachfragen und nachfragen. Na gut, und dann kann ich Ihnen eine korrekte Antwort geben, wie und was mit der Lizenz. Aber im Endeffekt können Sie das selber mit dieser Nummer finden. Sie können die Lizenz überprüfen und dann sehen Sie ja, das. Ja, aber ich weiß doch gar nicht, wo ich die Lizenznummer eingeben soll. Das sage ich doch die ganze Zeit. Wer ist denn der Lizenzgeber? Das können Sie mir nicht beantworten. Ja, das kann ich Ihnen nicht beantworten, ja, weil ich bin nicht kompetent in diesem Bereich. Wie soll ich denn die Nummer eingeben? Wo soll ich die Nummer denn eingeben? Deswegen habe ich Ihnen vorhin vorgeschlagen, ich kann das entweder jetzt nachfragen, aber ich habe da keinen gefunden, oder ich kann das später machen. Ja, dann machen Sie es später und schicken Sie mir das Ergebnis per E-Mail. Okay, machen wir es so. Okay, so machen wir das. Gut. Alles klar. So, dann danke ich Ihnen und ja, wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Ebenso, danke. Ja, danke, tschüss. Tschüss. Ja, bitte.
Hallo, ja, guten Tag, Herr Ringsbach-Bergheimer. Hier ist Travis Hartmann von der Firma Sphere Space. Wir hatten gestern gesprochen. Ich wollte fragen, ob Sie die E-Mail schon gesehen haben. Nee, da hatte ich noch keine Zeit zu. Ah, okay. Dann melde ich mich vielleicht heute nochmal oder am besten morgen. Okay, dann machen wir das morgen. Okay, dann machen wir es morgen. Super. Dann bis morgen, Herr Ringsbach-Bergheimer. Jo, Dann schönen Tag noch. ebenso, tschüss. Danke, tschüss. Ja, bitte. Ja, guten Tag, hier Ringsbach-Bergheimer. Hier ist Travis Hartmann von der Firma Sphere Space. Ja. Herr Ringsbach-Bergheimer, ich wollte nachfragen, ob Sie schon Zeit hatten, die E-Mails anzuschauen. Ja, hatte ich tatsächlich, ja. Ja, und haben Sie auch gesehen, also die wegen der Lizenz alles. Ja, die Lizenz, das ist ja nur Makulatur. Bitte? Ja, wo sitzen Sie denn? Hatte ich Ihnen auch letztens gesagt, in Berlin. Ja, ist schon komisch. Ich habe so einige Informationen über Ihre Firma. Und welche? Ja, zum Beispiel, Augenblick. Also, zum Beispiel, wie alt ist Ihre Webseite denn? Bitte? Wie alt ist Ihre Firma denn? Seit wann sind Sie am Markt? 10 Jahre oder so, sagten Sie? Ja. Warum ist Ihre Webseite denn erst am 18.07.22 erstellt worden? Das war eine neue, das ist eine neue Seite. Mussten komplett alles umbauen, soweit ich weiß. Ja, aber dann behält man doch normalerweise seinen Domainnamen bei. Da kann ich Ihnen keine Auskunft geben, das weiß ich nicht, das ist halt technische Sache. Damals wurde die Webseite geändert und im Endeffekt, ja, haben wir die alte Seite einfach lassen sein. Ja, geändert ist ja was anderes als neu erstellen. Ja, genau, also wie gesagt, also da musste sich vieles ändern und deswegen wurde eine neue Seite erstellt. Ja, das Ich weiß normales. nicht, warum das so gemacht wurde, aber so ist es halt. Ich kann Ihnen sagen, warum das so gemacht wurde. Weil Ihre Webseite einfach verbrannt war. Es ist schlicht und ergreifend so, dass Sie ein Fake-Unternehmen sind. Eigentlich nicht. Doch, Warum doch. Ich kann denken Sie das? Ihnen sogar sagen, die FMA sagt Ihnen das. Ja, nicht ganz, aber was wollten Sie sagen? Die FMA, Bekannt so. das ist die Überwachungszentrale für Webseiten für wie heißt es, Finanzkram in Österreich. Das ist die FMA. Die waren schon Okay. mal vor Ihnen. Sie dürfen keine. Soweit ich weiß nicht. Doch, der Anbieter hat keine Berechtigung, konzessionspflichtige Bankgeschäfte in Österreich zu erbringen. Es ist dem Anbieter daher gewerblichen Handel auf eigene oder fremde Rechnung, Paragraph 1 Absatz 1 Z 7 im Bankwesengesetz nicht gestattet. Also ist es eine Fake-Firma. Davon weiß ich nichts. Ja, Also ich weiß eigentlich es sind wir aber. keine Fake-Firma. Im Endeffekt Sie sind verdienen eine Leute Betrügerfirma. Geld. Ich kann Ihnen sogar so noch mehr sagen. Der Verbraucherschutz in Berlin waren schon mal vor Ihnen und nicht nur der. Es gibt etliche Rechtsanwaltskanzleien, die sich mit Ihrer Firma beschäftigen und die alle vor Ihnen waren. Davon weiß ich gar nicht und Ja, ich weiß nicht, woher Sie diese Infos haben und aus dem keine Ahnung, was da ganz im Internet kann ich verbreitet Ihnen wird. sagen, kann ich Ihnen sagen, woher ich diese Info habe? Aus dem Internet. Googeln Sie doch einfach mal Ihre Firma. Ja, im Internet kann ich haufenweise Infos finden, die fake sein können. Ja, Das natürlich, kann aber. auch genauso die Konkurrenz schreiben. Und Ach ja, deswegen. und die Konkurrenz von der FMA schreibt, dass sie fake sind. Dass sie gar keine Nein, ich meine, Lizenz haben. wenn da im Internet irgendwas geschrieben wird, dann glaube ich nicht an jedes Wort, was da geschrieben wird. Ah ja, und Das kann, das, Sie glauben das, also den das offiziellen Staatsorganen glauben Sie nicht. Wie Nein, zum ich Beispiel meine. der FMA oder dem Okay. Verbraucherschutz. Den glauben Sie nicht.
Ich muss halt die Seite finden, aber jetzt Ja, bin ich jetzt können gerade, Sie ich bin einfach gerade mal, vor dem Rechner. können Sie doch Ich habe einfach mal SMA googeln. reingeschrieben und Können Sie das doch Ding ist einfach mal nicht. googeln. Ja, aber ich habe SMA gerade gegoogelt und ich finde nichts. Ja, dann haben Sie, weiß ich nicht, wo Sie googeln. Geben Sie hier einfach In Ihre Seite ein. Google. Geben Sie einfach Ihre Webseite, Ihren Firmennamen mal ein. Ganz einfach. Okay. Und? So, Cyospace Pro. Und? Ja, das gibt jede Menge Warnungen vor Ihnen. Keine Ahnung, wo Sie das Geiles gefunden haben. Ich habe Ja, jetzt momentan was auf und ich kann ich sehe googeln. da nichts Schlechtes. Ja, ich kann halt googeln. Sie wahrscheinlich nicht. Oder Sie wissen es und Sie wissen Ich kann genau, dass Sie googeln. ein Betrüger sind. Nein, das sind wir nicht. Also das versuche ich Ihnen Doch, auch zu doch. erklären, Ach. dass solche Infos ganz leicht von unserer Konkurrenz verbreitet sein können. Und Verstehen Sie deswegen, eigentlich mein Deutsch? Ich sagte, das ja, ist ich ein. verstehe, Das, das heißt. lassen Sie mich ausreden. Das ist ein Staatsorgan in Österreich, das vor Ihnen warnt. Das ist keine Ich finde keine Konkurrenzfirma. Info bei irgendwelchen Staatsorganen. Dann gucken Sie doch mal bei der FMA. Ich google gerade und ich habe jetzt Cyospace Pro SMA geschrieben Nein, nicht und FMA, sondern Friedrich Martha Anton. Googeln Sie einfach mal auf deren Webseite. FMA. FMA. Österreich. Okay. Puh. Keine Ahnung, was da vorgeht, aber Ja, ich muss mich dann aufklären. das sollten Sie machen. Und haben Sie was Weil keine gefunden? Ahnung, Haben Sie was ja, gefunden? ich hab was gefunden, ja. Und deswegen muss ich mich aufklären, weil das stimmt eigentlich gar nicht. Ja, doch, natürlich. Das ist das Müssen dann Problem. mit denen Vielleicht Kontakt aufnehmen, sollten Sie ja. sich einfach mal einen neuen Job suchen, weil Ihre Firma ist ein Betrüger. Werden wir mal schauen. Ja, na, Okay, ich brauche das nicht mehr ich. schauen. Ich sehe es. Die Finanzmarktaufsichtsbehörde in Österreich, FMA, die warnt vor Ihnen. Und Sie meinen, das ist ein offizielles, also ich meine eine offizielle Organisation, ja? Natürlich, staatlich, Österreichische Firma, Finanzmarktaufsicht, das ist die staatliche Finanzaufsichtsbehörde. Sowas wie zum Beispiel die BaFin in Deutschland oder die FCA in England. okay. Gut, ich werde mich dann aufklären und dann schauen wir mal. Wir werden vielleicht mit denen auch Kontakt aufnehmen müssen. Keine Ahnung. Weil Die ich höre das zum ersten Mal, dass. würden sich sicherlich freuen, mit Ihnen in Kontakt zu kommen. Kann ich mir, bin ich Vielleicht. mir 100% sicher. Vielleicht, Ja. vielleicht auch nicht. Ja, vielleicht doch. Die freuen sich Werden darüber, wir mal sehen. Betrüger wie Sie zur Strecke zu bringen. Es sind keine Betrüger. Sie haben es doch schwarz auf weiß, Ich wenn muss Sie mal Ihnen die das Augen nicht hundertmal aufmachen. sagen, weil Sie sagen, also das ist jedes Gespräch, wenn ich mit Ihnen rede, sagen Sie mir immer wieder irgendwas dreimal hintereinander und ich muss dasselbe antworten und ich habe eigentlich keine Zeit dafür, wirklich. Ja, Ich werde mich wie immer, aufklären und dann, wenn Betrüger, es nötig ist, dann wird sie eben dann. aufgelegt, wenn sie nicht mehr weiter wissen, ist klar. Beweise können Warum? Sie. Ich habe Ihnen gesagt, ich muss mich aufklären und wenn ich mich aufklären muss, dann muss ich mich aufklären. Dann gehe ich jetzt und werde das nachfragen und dann, Ja, wenn dann es machen nötig Sie ist, das. werde ich mich zurückmelden. Genau. Wenn nicht, dann nicht. Ja, Okay? genau. So machen wir das. Gut, Sehr super. schön. Also, Gut. gut. Ich Dann werde schönen jedenfalls Tag bei noch. Ihnen nichts machen, weil Sie eine Betrügerfirma sind. Das meinen Sie, das denken Sie, Das das weiß ist ich. Das weiß ich. okay, Sie wissen alles. Sie wissen nichts. Das Okay. weiß ich. Okay, wie Sie meinen. Ja, genau. Okay, gut. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag noch, ja? Ja, Ihnen dann nicht. Okay, danke. Auf Wiedersehen. Werden wir sehen. Und wie hat der nette Betrüger doch gesagt? Wenn nicht, dann nicht. Und so kam es dann auch. Man hat sich nicht nochmal bei mir gemeldet. Anders habe ich das auch gar nicht erwartet. Ich wünschte, manche Anleger würden auch nur halb so umfassend recherchieren, wie ich es mache. Sie könnten dann eine Menge Geld sparen.
Wer mag, kann meinen Kanal auch gerne abonnieren und die Glocke drücken, um auch das nächste Video nicht zu verpassen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis dann, macht's gut.